Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Wie ihr seht, zeichne ich mir den Mac auf und was ich aufnehmen möchte, ist das Spiel Blackguards, was ich mir gerade über den Mac App Store geholt habe. Das Spiel gibt es natürlich auch für Windows. Aber ich bin nicht so der ganz große Spieler. Ich spiele relativ selten, aber ich habe ein Faible für diese alten Rollenspiele. Ich war selber auch lange Pen-and-Paper-Spieler im DSA-Universum, wo auch Blackguards spielt und spiele das sogar aktuell auch wieder. Und ja, also ich bin ein ganz großer Fan von dieser Schicksalsklinge-Reihe, diese Nordland-Trilogie, die Rollenspiele, die Anfang der 90er rausgekommen sind, bis 96 dann Schatten über Riva. Also diese ganze DSA-Welt finde ich schon faszinierend und Blackguards ist eben ein Spiel, was in dieser Welt spielt und es ist ein Rollenspiel-Strategiespiel. Ich starte es schon mal eben, bevor ich jetzt noch lange rumlabere, das kann ich auch während des Spiels machen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Also, DSA, das Schwarze Auge, ist ja ein bekanntes Pen-Paper-Rollenspiel, in Deutschland das größte, und Blackguards ist eben ein Rollenspiel-Strategiespiel, was da drin spielt. Und der Teil Strategie sollte auf jeden Fall unterstrichen werden, denn das Spiel ist schon was für einen Number-Cruncher. Also, da geht es schon sehr viel um Taktik, sehr viel um Werte, um Verbesserung, um Kampf. Die Story ist eher dünn. Ihr merkt, ich habe es schon gespielt, also ich habe angefangen. Ich bin nicht besonders weit, aber für das Let's Play habe ich jetzt nochmal angefangen. Aber ich kann deswegen auch so ein bisschen was Einführendes sagen, denn ich glaube, viele Spieler, die das jetzt beginnen und sich entweder mit DSA nicht auskennen oder selbst wenn sie sich mit DSA auskennen, sind etwas überfordert erstmal. Man sieht es auch in den Reviews zu diesem Spiel, die sind doch sehr durchwachsen ausgefallen, weil einfach viele Tester damit überfordert waren, ein bisschen. Es ist also wirklich nichts für Leute, die mit Rollenspielen nichts anfangen können oder mit diesen ganzen Werten und dem drumherum. Ich bin selber auch jemand, der bei Pen-and-Paper-Rollenspielen eigentlich eher auf den Fluff steht, also auf das ganze drumherum und das Ausspielen der Charaktere. Aber wenn es um Computer-Rollenspiele geht, da werde ich zum Power-Gamer. Und da ist natürlich das hier genau richtig. Wie gesagt, ich habe schon etwas angespielt, aber starte jetzt nochmal ein neues Spiel. Und natürlich im Expertenmodus als alter DSA-Veteran, und da kann ich auch ein bisschen direkt was erklären zu der Generierung in diesem Spiel, die sich an eben DSA anlehnt, also an das Schwarze Auge, und da auf dem Regelsystem 4.1 basiert, allerdings auch eher lose. Also ich kann auch direkt mal sagen, wo es Abweichungen gibt, da sind schon einige. Natürlich ist das Ganze doch noch ein bisschen vereinfacht worden, das Original-Pen-and-Paper-Rollenspiel, also das auf Papier und das mit Papier und Bleistift, also das nicht virtuelle, das hat noch deutlich mehr Werte zum Beispiel, noch mehr Sonderfertigkeiten, noch Vor- und Nachteile, noch verschiedene Rassen und so weiter und so fort. Da wurde jetzt vieles weggelassen, was einfach für so ein Computerrollenspiel auch ein bisschen zu viel wäre. Also jetzt noch irgendwelche sozialen Talenten und so, das ergibt hier auch einfach keinen Sinn. Und wie ich schon gesagt habe, das Spiel, das findet fast nur auf solchen Hexagon-Feldern statt. Das kann ich direkt vorweg sagen. Deswegen sagte ich Number Cruncher. Also es geht hier wirklich um Taktik, Strategie und nicht darum, irgendwie ja, Städte zu erkunden, mit Leuten zu reden, Rätsel zu lösen. Das sind alles nur Randaspekte von dem Spiel. Ich fange mal direkt an mit der Charaktergenerierung. Also beim Aussehen hat man nicht allzu viel Auswahl. Ich finde das hier ist annehmbar. Sonst hier, der Irokesen ist auch noch ganz nett. Aber ich nehme mal den hier. Ich nehme mich Jantur. Ich habe mich bei. Das ist eigentlich so der Standardname, den ich auch bei DSA oft verwendet habe. Allerdings eher für Magier. Ich nehme diesmal keinen Magier. Denn der kostet natürlich direkt 500 Abenteuerpunkte. Also mit den Abenteuerpunkten, anders als beim Original DSA, wird hier auch der Charakter erstellt. Also es gibt beim DSA Abenteuerpunkte, aber die werden im Spiel dann verwendet für bestimmte Sachen, für Verbesserungen. Für die Charaktergenerierung gibt es im Original Generierungspunkte, die gibt es hier nicht. Hier ist alles einheitliches System Abenteuerpunkte. Wie gesagt, 500 AP würde es kosten, magische Fähigkeiten direkt vom Start zu haben oder überhaupt zu haben. Das kann man, glaube ich, nicht im Spiel nochmal nachträglich bekommen. Ist mir jetzt zu teuer. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf den Tank. Ja, also ich werde jetzt diese Sachen nicht vorlesen, weil ich ja selber schon ungefähr weiß, wie es funktioniert, und ich werde es auch erklären, wenn ich es auswähle. Vielleicht noch ganz kurz vorweg: Man kann natürlich hier den Charakter im Expertenmodus völlig frei
in alle Richtungen entwickeln. Also wenn man jetzt den Nicht-Expert-Modus nimmt, da hat man drei Dinge zur Auswahl, also den Magier, den Jäger und den Krieger. Der Krieger ist eben der klassische Nahkämpfer und der Tank, also der so ein bisschen, man sagt, dass die Aggro zieht der Gegner, also dass die Gegner ihn angreifen sollen und dann eben auch den Schaden wegsteckt durch eine fette Rüstung. Das ist so das Konzept des Kriegers. Das Konzept des Magiers ist natürlich einfach Schaden auszuteilen hier in diesem Spiel mit Schadenzaubern und auch möglicherweise noch Verbündete zu heilen. Und der Jäger ist hier eine Klasse, die auf Fernkampf spezialisiert ist und so ein paar Dinge drumherum, also Bärenfallen und ähnliches aufstellen kann. Ich bin immer eher der klassische Magier oder Kriegerspieler. Jäger sagt mir irgendwie nicht so zu, obwohl das in diesem Spiel gar nicht so verkehrt ist, diese Spezialisierung auf Jäger, weil Fernkämpfer sind doch eher rar. Also man bekommt später noch NPCs, also Nicht-Spielercharaktere, die einem unterstützen im Kampf. Und ja, wie gesagt, also der Jäger ist, glaube ich, gar keine schlechte Wahl bei dem Spiel. Trotzdem nehme ich jetzt mal einen Tank und Kämpfer, weil das einfach so ein bisschen mehr meinem Naturell entgegenkommt in diesen Spielen. Also nicht, dass ich jetzt im echten Leben ein Kämpfer wäre, aber in diesen Spielen, da bin ich doch irgendwie ganz gerne Tank. Also, das sind die ganzen Basiseigenschaften hier, die man zunächst mal mit Abenteuerpunkten steigern kann, und ihr werdet sehen, es wird sehr schnell sehr teuer. Also, was davon brauchen wir wirklich? Natürlich brauchen wir Mut. Mut ist wichtig. Man sieht das hier, wenn ich es anwähle, rechts für Attacke, Initiative und Magieresistenz. Attacke ist natürlich selbsterklärend. Die Frage, ob ein Angriff gelingt auf einen Gegner. Initiative hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Damit, wer zuerst angreift. Damit, wie viele Aktionspunkte jemand hat. Das heißt auch, wie weit er sich bewegen kann. Glaube ich jetzt zumindest. Da muss ich nochmal ganz kurz sagen, stimmt das auch? Ja, gut, die Reihenfolge. Okay. So wie es hier erklärt wird, wäre das jetzt gar nicht mal so wichtig, aber ich glaube, dass von der Initiative auch Aktionsradius und ähnliches mit abhängt. Obwohl, da bin ich ja nicht sicher. Also, so wie es hier steht, ist es nicht der Fall, sondern nur die Reihenfolge. Das wäre dann wiederum nicht so wichtig. Aber Attacke ist natürlich wichtig für einen Kämpfer, und deswegen werde ich Mut mal schon auf 13 steigern. 13 war früher der Wert bei DSA, der als Maximum galt bei der Generierung. Inzwischen kann man auch höher, also bis auf 14 steigern, aber ich bleibe mal bei 13. Es wird ja, wie gesagt, mit jedem Schritt auch immer teurer. Klugheit brauche ich jetzt nicht großartig. Ich lasse es mal auf 9 erstmal. Also es ist ein sehr, also 8 wäre das Niedrigste. Intuition ist wichtig für Parade, Ausweichen, Fernkampf, Initiative. Das ist natürlich schon wichtig für einen Kämpfer. Da würde ich auch sagen, bei mindestens 12. Charisma ist eigentlich jetzt für diese ganzen Kampfwerte überhaupt nicht wichtig, sondern wenn überhaupt nur für Zauber, und die habe ich ja nicht. Aber mein Charakter ist ja jetzt dann auch der Anführer dieser Gruppe, und da ist Charisma schon wichtig, denn jeder Charisma-Wert werden verschiedene Dialogoptionen freigeschaltet. So steht zumindest in einem dieser Zwischenscreens, die man mit Spieletipps aufwarten. Ich glaube jetzt nicht, dass das so spielentscheidend ist, aber so ein bisschen Charisma wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich steige jetzt mal auf 11. Fingerfertigkeit ist was für Fernkampf. Da habe ich jetzt eigentlich nicht vor, meinen Charakter großartig hinzuentwickeln. Fingerfertigkeit ist aber auch wichtig für einige Sonderfertigkeiten im Nahkampf, deswegen steigere ich es dann doch mal auf 11. Gewandtheit ist sehr wichtig für einen Nahkämpfer, den steige ich auf 13. Konstitution ist auch sehr wichtig, denn da geht es darum, wie viele Lebenspunkte habe ich und wie viel Magieresistenz. Magieresistenz ist also die Frage, wie beeinflusst man ist für Zauber der Gegenseite, also der Gegner. Und Lebenspunkte ist natürlich auch sehr elementar für so einen Tank, den ich hier versuche zu erstellen. Und Körperkraft ist natürlich vielleicht das Allerwichtigste, denn da geht es wirklich dann mal um alle Kampfdinge. Also da geht es sowohl um Lebenspunkte, als auch um Attacke, als auch um Parade, als auch um Ausweichen und sogar Fernkampf. Also Körperkraft würde ich sogar sagen, steige ich mal auf den Maximalwert am Anfang, nämlich 14. Lebenspunkte und Magieresistenz werde ich jetzt zu Beginn nicht steigern, beziehungsweise ich werde gucken, was ich am Ende überbehalte. Dafür kann man das ganz gut dann verwenden. Waffentalente, da muss man sich natürlich ein bisschen auf was konzentrieren, auf bestimmte Waffengattungen fokussieren. Ich bin ein Fan von Zweihändern. Ich habe bemerkt, dass im Spiel wie heißt das, Dual Wielding, also auf zwei, wie heißt das auf Deutsch? Ich gucke gerade nicht. Kampf mit zwei Waffen, also beidhändig, genau.
das beidhändige Kämpfen in diesem Spiel nicht besonders viel zu bringen scheint. Deswegen werde ich mich eher auf Zweihandwaffen konzentrieren. Und zwar Zweihandschwerter, Säbel, da gibt es, glaube ich, ganz gute im Spiel. Allerdings haben wir natürlich ganz am Anfang noch nicht so das Geld für diese Art von Waffen. Deswegen muss ich da eine Alternative finden. Da würde ich mal sagen, gehe ich mal auf Speere als Anfangsalternative. Speere sind auch so eine ganz interessante Waffengattung in diesem Spiel oder auch generell auch bei DSA im Pen and Paper, wenn man es richtig ausspielt. Denn da gibt es ja die sogenannten Distanzklassen und mit dem Speer hat man eben die höchste Distanzklasse. Und das bedeutet, dass man tatsächlich auch über ein Hexfeld hinüber einen Gegner angreifen kann. Also was Hexfelder sind, werdet ihr gleich noch sehen. Also sind die Felder, auf denen diese Gegner stehen und agieren. Und es gibt in diesem Spiel, das kann ich vielleicht schon mal kurz spoilern, es gibt einen Zwerg und der Zwerg ist sowieso super, der ist auch immer besser als mein Hauptcharakter. Aber der Zwerg ist auch deswegen super, weil er klein ist. Das heißt, einerseits sowohl die Fernkämpfer können über den Zwerg drüber schießen, als auch die Nahkämpfer mit den Speeren können über ihn drüber attackieren. Also es ist wirklich eine ganz interessante Mischung. Fernkampf lasse ich erstmal raus, da sollen sich andere in meiner Gruppe dann drauf konzentrieren. Man muss sich ja ein bisschen fokussieren hier. Talente, wie gesagt, das ist eine ganz kleine Auswahl der Talente, die es im Original DSA gibt. Wichtig hier sind auf jeden Fall Tierkunde, denn da geht es darum, dass man bestimmte Statistiken angezeigt bekommt, wenn man gegen Tiere kämpft. Das heißt sowas wie Trefferwahrscheinlichkeit bei verschiedenen Manövern und sowas, das werdet ihr alles auch sehen. Also Tierkunde sollte man haben, Kriegskunde sollte man haben, das ist dasselbe, nur für Menschen. Ich würde mal sagen, Tierkunde, ja, können wir beides mal so auf 4 steigern am Anfang. Heilkunde lasse ich weg, das sollen die magisch Begabten übernehmen. Im Kampf selber ist es sowieso praktischer, schneller mit Magie zu heilen. Und außerhalb der Kämpfe kann man zum Heiler gehen, das Geld ist eigentlich da. Zumindest wenn man ein bisschen über den Anfang hinausgekommen ist. Gassenwissen ist wichtig für Kämpfe in städtischen Umgebung. Wie war das nochmal? Muss ich hier anwählen? Genau, jetzt kann ich hier runter scrollen. Also Helden mit einem hohen Wert in Gassenwissen bewegen sich schlafwandlerisch durch Städte und Dörfer. Das ist natürlich was, was in diesem Spiel erstmal nicht zu bringen scheint, weil Städte und Dörfer spielen überhaupt keine Rolle. Man ist da eher in so Dorf- und Stadtsimulationen unterwegs als in echten Städten. Aber sie halten einen Bonus auf ihre Bewegung in urbanen Kämpfen und können günstige Preise bei Wirten herausschlagen. Gut, das mit den Wirten. Wie gesagt, Geld spielt ja am Anfang eine Rolle, aber ich glaube, das gibt sich dann relativ schnell. Aber das mit dem Kämpfen in urbanen Umgebungen, das passiert natürlich ungefähr zur Hälfte der Zeit und deswegen sollte das schon gesteigert werden, auch nochmal auf 4. Und dasselbe, Wildnisleben ist dasselbe eigentlich für die Natur. Genau, ich klicke es an. Und Helden mit einer hohen Wildnislebenwert, mit einem hohen Wildnislebenwert sind das Überleben in freier Natur gewöhnt. In Kämpfen in der Wildnis erhalten sie einen Bonus auf ihre Geschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall auch ein interessantes Talent. Sinnesschärfe ist wichtig, aber wir werden relativ schnell auf einen Zwerg treffen, der einen guten Sinnesschärfenwert hat. Und wofür ist Sinnesschärfe wichtig? Ja, einfach um Fallen zu erkennen. Also die spielen im Spiel schon immer wieder eine Rolle. Sonst habe ich, glaube ich, keinen Nutzen von diesem Wert bisher im Spiel wirklich mitbekommen. Die Fähigkeit, Sinneseindrücke schnell zu verarbeiten, mit diesem Talent können unsichtbare Objekte wie Fallenstände entdeckt werden. Ja, also bis auf Fallen habe ich da auch noch nichts entdeckt. Aber, wie gesagt, das würde ich auch sagen, können sich andere darauf konzentrieren. Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung sind Dinge, die für alle wichtig sind. Da geht es darum, zum Beispiel, dass man besondere Attacken abwehrt hier. Zum Beispiel, dass man wird seltener Opfer von Niederwerfen-Attacken. Das ist wichtig. Das haben viele Gegner. Das steigere ich mal auf 4 auch. Und Selbstbeherrschung, da geht es darum, genau, die schmerzhaften Auswirkungen einer Wunde zum Beispiel besser wegzustecken. Das wird auch oft gewürfelt. Man sieht das dann immer im Protokoll oben rechts, wenn man das aufruft. Was da so im Hintergrund passiert, so an Regeln und Selbstbeherrschung wird schon häufig gewürfelt, heißt es ja im Pen-Paper-Rollenspiel. Das heißt, da wird dann eine Probe gewürfelt und je höher der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Probe auch überstehen und dann nicht die negativen Konsequenzen zu erleiden haben, wie zum Beispiel von einer Wunde, wo dann Attacke, Parade und so weiter heruntergesetzt sind. Sonderfertigkeiten, ich habe noch 136 Abenteuerpunkte über, das reicht nicht mehr für Sonderfertigkeiten.
Wuchtschlag ist super. Den habe ich viel benutzt im letzten Spiel. Den hatte ich auch von vornherein. Da hatte ich mir das anders aufgeteilt. Aber den kann ich auch noch im Spiel selber lernen von Lehrmeistern dann. Da verzichte ich jetzt, glaube ich, erstmal drauf. Sonst müsste ich hier überall nochmal richtig runtergehen in meinen ganzen Werten. Da gucke ich doch lieber nochmal, ob ich jetzt sperre und 200 nochmal um 1 steigere. Dann habe ich noch 16 über. Das ist genau das, was ich nochmal in einen Lebenspunkt stecken kann. So, dann bin ich genau aufgekommen. Man kann auch Abenteuerpunkt verfallen lassen am Anfang. Normalerweise geht es fast nie auf. Jetzt habe ich Glück gehabt. Hier bin ich genau rausgekommen. Ja, dann gehe ich doch mal ins Spiel selber rein. Ich glaube, das Video ruckelt ein bisschen. Das liegt an meiner Aufnahme. Ich sehe mal mit Screen. Wir können unserem Verstand folgen. Oder unseren Instinkten. Oder unseren Freunden. Sie alle werden uns irgendwann täuschen. Vertraue niemandem, sagt der Zyniker. Schon gar nicht dir selbst. Wie gesagt, das Video ruckelt bei mir ein bisschen, das liegt an dieser Aufnahme. Ich nutze Screenflow, das ist das Beste, was ich finden konnte. Also mit QuickTime und so, das war alles totaler Murks. Screenflow ist das, was am wenigsten ruckelt, aber trotzdem, es geht auf die Performance, was ich hier aufnehme, und deswegen ruckelt das Video ein bisschen. Das ist jetzt im Spiel sonst nicht der Fall, wenn ich diese Aufnahme nicht mache. Ja, man sieht ein düsteres Szenario, wird das Szenario direkt gesetzt. Also die Macher haben oft betont im Vorfeld des Spiels, während der Entwicklung, dass sie ja ein düsteres DSA-Spiel machen wollen. Das ist so ein bisschen, das fällt so ein bisschen raus aus dem sonstigen DSA-Rahmen, weil DSA doch eher so eine, ja, hochmittelalterliche, durchaus bunte Fantasy-Welt ist, wo jetzt Düsterkeit zumindest keine Hauptrolle spielt. Es gibt natürlich düstere Aspekte, es gibt auch Werwölfe und all sowas, aber die Macher wollten ja so ein bisschen die Bad Boys auch zum Helden machen, was auch ein bisschen DSA untypisch ist. Und ja, an dieser Eingangsszene mit dem Wolf und dem der getöteten Eleonora heißt sie, glaube ich, oder Eleonora, ich weiß nicht genau, sieht man schon, dass hier so ein bisschen düsteres Szenario gesetzt wird. Das wird aber gleich auch wieder bisschen relativiert, also es gibt durchaus auch heitere Aspekte in diesem Spiel. Aber wie gesagt, das alles ist eigentlich gar nicht so im Fokus, sondern eigentlich sind die Kämpfe im Fokus, und deswegen werden wir uns auch gleich mal darauf konzentrieren. Also das Tutorial ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt alles durchgehe. Ich kenne das meiste natürlich jetzt schon, aber ich kann ja trotzdem mal überfliegen. Also das ist wahrscheinlich klar, also mit WASD kann man sich über die Karte bewegen, mit dem Mausrad verändert man die Perspektive, die ist übrigens nicht frei einstellbar, also man kann wirklich nur ran und raus zoomen und dann verändert sich auch automatisch die Perspektive, aber man kann nicht links und rechts gucken, was etwas schade ist. Das wäre eigentlich, ist eigentlich Standard bei Spielen heutzutage. Da haben die der Deckmacher nicht so ganz auf dem neuesten Stand der Technik. Aber die Karten und so weiter sind alles sehr schön gemacht und sehr viel Liebe zum Detail. Da merkt man, dass die Leute Mühe gegeben haben. Ja, man kann eben seinen Weg auch genau kann den genau bestimmen, also man geht nicht einfach irgendwo hin und die verpeilte KI sucht sich den Weg, sondern man kann wirklich dann Kästchen für Kästchen genau sagen, wie man wohin möchte. Und ja, ich zeige das am besten selber im Spiel, das Tutorial ist jetzt ein bisschen nervig. Also hier sieht man die Heldenfelder, das ist der Aktionsradius, das heißt, bis dahin kann ich laufen und noch etwas tun, und die etwas dunkleren Felder, bis dahin kann ich nur laufen. Wenn ich dahin laufe in diesem Bereich, dann habe ich alle meine Aktionen verwirkt, dann kann ich nur noch laufen. Hier ist der fiese Wolf, und
Ich habe jetzt keine Sonderattacken. Ich kann mal eben mit der rechten Maustaste kann man auf den Helden klicken und dann sieht man so, was man für Optionen hat. Das ist bei mir jetzt, was man für Optionen hat. Man sieht hier momentan so gut wie gar nichts. Also ich habe jetzt nur ein Inventar, das kann ich auch mal gerade aufrufen. Ja, ich lasse die Tutorials jetzt mal weg. Ich weiß das eigentlich alles und erkläre es uns einfach so im Spiel. Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr das Video pausieren und an der Stelle dann einmal alles durchlesen. Ja, also das ist meine Basisausrüstung, also erstmal zu Anfang. Ich habe hier eine Hiebwaffe, eine Streitaxt. Das ist natürlich ein Talent, was ich gar nicht aktiviert habe eben. Aber die Anfangskämpfe kann man auch so überstehen. Ein Schild habe ich und so ein bisschen Kram. Ja, ich würde sagen, ich greife jetzt einfach nur den Wolf mal an, weil großartig taktische Optionen habe ich hier einfach noch gar nicht. Und das Ganze, ja, hat sich auch relativ schnell erledigt. Ich habe ja die entsprechende Körperkraft mir auch eben ausgewählt. Prinzessin. Eleanor. So, ja. Was geschieht hier? Was geschieht mit mir? Dort hinten ist die. Ja, das hat es schon gar nicht mehr geruckelt, das ist auch gut. Ich hoffe, das bleibt so. Genau, man beginnt im Knast. Sag uns den Namen. Lysander, was? Fahr zur Hölle, Mistkerl. Du hast Eleanor erschlagen. Nein, das ist nicht... Was ist mit mir passiert? Er muss uns den Namen sagen. Wovon redet ihr? Welcher Name? Sag uns endlich, was du weißt. Was ich weiß? Was für ein Name? Schön. Du lässt mir keine Wahl. Mein Freund Muratori wird dich gesprächiger machen. Wie lautet der Name? Ja! Den Namen. Welcher Name? Ich weiß es nicht! Ich war mir meiner Sache immer sicher. Ich wollte faul sein und in der Sonne liegen. Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Der Tod der Prinzessin hat alles verändert. Sie halten mich für ihren Mörder. Und vielleicht haben sie recht. Vielleicht spielt es keine Rolle. Man kommt als niemand auf die Welt und tritt als niemand ab. Sie werden mir einen Strick um den Hals legen und der Hals wird brechen. Dennoch plagt mich diese eine Frage. Was zum Namenlosen ist mit mir geschehen? Ich habe zwar nicht verstanden, worum es geht, aber mein Gefühl sagt mir, du solltest nicht hierbleiben. Wie hast du dich befreit? Ihr Großlinge wisst nicht, wie man einen Angroscho einsperrt. Wir bekommen Besuch. Hey! Ja, also dann wären wir im Gefängnis. Das Spiel kann man auch als eine einzige Resozialisierungsmaßnahme begreifen. Also man ist ein Knacki und bricht mit anderen Knackis aus am Anfang. Und natürlich sind alle auf ihre Art schuldig und nicht schuldig. Über die eigene Geschichte weiß ich noch nicht so viel, so weit bin ich noch nicht, aber bei dem Zwergen kann man zum Beispiel sagen, der ist schon in gewisser Weise schuldig. Aber gut. Genau, hier, man hat in Dialogen gehört, da werden auch dann so DSA-Dinge erwähnt. Also der Namenlose ist im DSA-Universum Aventurien. Ja, kann man sagen, so eine Art Teufel, wobei das auch nicht so ganz hinkommt, weil das Glaubenssystem bei DSA völlig anders ist. Da gibt es 12 Götter und es gibt 13? Oh, ich kenne mich gar nicht so genau aus, aber es gibt Dämonen auf jeden Fall. Also Erzdämonen und da gibt es auch ganz viele Unterdämonen. Und der Namenlose ist eigentlich so ein bisschen, ja, der Teufel. Aber das muss man auch alles für das Spiel nicht unbedingt wissen. Hier geht es eher um diese ganze Taktik. Wie gesagt, ich zoome mal eben raus. So sieht das auch rausgezoomt aus und so sieht es rangezoomt aus. Beide sind jetzt mit einer Fackel bewaffnet. Ja, momentan haben wir immer noch nicht die großen taktischen Optionen. Also der Zwerg ist dran. Man sieht hier immer, der etwas hervorgehoben ist, der ist an der Reihe. Der Zwerg, würde ich mal sagen, voll auf die 12 jetzt erstmal.
rennt mal nach vorne. Naurim heißt er übrigens. So, ich selber renn auch mal vor. Ja. Sehr gut. Ja, wie gesagt, das lassen wir mal. Der Zwerg hat ein Spezialmanöver, das wurde ja gerade angezeigt, das Thema Spezialmanöver. Hier kann man übrigens sehen, er hat auch Sinnesschärfe aktiviert, deswegen kann ich hier auch Sinnesschärfe ausführen. Das ist aber allerdings in einer Aktion und dann kann ich nichts anderes mehr machen. Er hat diesen Wuchtschlag hier. Das ist eben eine spezielle Attacke, die mehr Schaden macht, aber dafür hat man eine geringere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und ob man jetzt den Wuchtschlag ausführt oder nicht, das muss man eben halt immer je nach Gegner abschätzen, je nachdem, inwiefern ist die Wahrscheinlichkeit eben vermindert, den Gegner zu treffen. Also manche sind halt so leicht zu treffen, dass es egal ist. Bei gerade den schweren Gegnern ist es oft so, dass man darauf lieber verzichtet, weil es schon ein Erfolg ist, überhaupt den Gegner zu treffen. Ich lege mir das hier oben mal als Shortcut auf die 1. Das heißt, wenn ich jetzt 1 wähle, kann ich diesen Wuchtschlag ausführen. Und was ich mir auch bei allen Charakteren immer auf das E lege, ist die Option Runde beenden, wenn ich nichts mehr tun will. Und das Warten auf Q, der Unterschied zwischen Warten und Runde beenden ist, Runde beenden heißt halt, ich tue gar nichts mehr, Warten heißt, ich lasse erstmal die anderen was tun. Das kann natürlich in vielen Fällen taktischen Vorteil bieten. Also ich sehe jetzt hier wegen meiner Kriegskunst, also wegen der Kriegskunst des Zwerges, der nämlich jetzt gerade eigentlich dran ist. Ich habe ihm Unsinn erzählt, den ich hier anwähle. Ist etwas höher, nicht der da dran ist. Der da dran ist einfach vorne. So. Genau. Also, der hat eine Wahrscheinlichkeit von 95%, den Wärter hier zu treffen, wenn ich keinen Wuchtschlag ausführe. Wenn ich einen Wuchtschlag ausführe, ist die Wahrscheinlichkeit nur leicht niedriger, nämlich 90%. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Jawohl. Macht auch ganz gut Schaden dann dementsprechend. Ich selber habe ja keine Sonderfertigkeit. Ich hau einfach drauf. So. Okay, er ist getroffen worden, aber das macht nichts. Jetzt ist der andere schon verwundet. Man sieht das hier in diesen 3 Verwundungen und hat entsprechende Mali auf seiner Werte. Also man sieht es ja, 3 Wunden, deswegen ist die Attacke um 6 heruntergesetzt, Parade, das Ausweichen und so weiter. Alles um 6 heruntergesetzt. Dementsprechend ist er jetzt noch leichter zu treffen. Wenn ich jetzt den Wuchtschlag ausführe, trifft er mit 95% statt 90% eben. Der hier wird uns danken, wenn er auf dem Weg ins Totenreich nicht zu viel schleppen muss. Hier sind die Schlüssel. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Brillennase dich gefragt hat. Du meinst Lysander? Die Brillennase. Vielleicht solltest du ihm einfach sagen, was du weißt. Tja, man weiß natürlich nichts, wie das so ist in diesen klassischen Rollenspielen. Großer Gedächtnisverlust und Spannung und so weiter. Ja, ich gehe mal die Dialogoptionen durch, auch wenn ich das schon kenne, aber für euch ein bisschen die Hintergrundgeschichte von dem Naurim ist natürlich auch nicht uninteressant. Wie heißt du? Ich bin Naurim. Einfach Naurim? Kein Sohn des... Einfach Naurim. Auch hier wieder eine DSA-Anspielung. In DSA heißen die Zwerge immer Naurim, Sohn des und dann irgendein anderer Zwergenname. Also, ja... Warum er es jetzt seinen Vater nicht nennt, weiß ich jetzt nicht, aber liegt wahrscheinlich auch noch irgendwas Dunkles im Hintergrund verborgen. Warum bist du hier? Ich wollte euer Land vor dem Drachen beschützen. Bekämpfe Feuer mit Feuer, habe ich mir gedacht. Vor welchem Drachen? Der Drache. Der Goldene. Dessen Ränke uns alle verschlingen werden. Weil wir für den ewigen Kampf blind geworden sind. Ah. Ja, die Zwergen in DSA mögen die Drachen nicht besonders. Dieser Naurim allerdings scheint auch so ein bisschen pathologisch darüber hinaus zu gehen, was sein Drachenhass angeht. Das wird immer noch weiter im Spiel sehen. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Freunde, ich liebe Geheimnisse. Aber ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mich ebenfalls befreien könntet. Ja, auch unser dritter Charakter, dieser Zauberer da hinter dem Gefängnis, ist natürlich... Bitte schließt auf. Ich bin unschuldig. So unschuldig, wie ein Mann meines Alters nur sein kann.
eine etwas zwielichtige Gestalt, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten, auch wenn ich jetzt nicht weiter spoilern werde. Warum bist du eingesperrt? Das wüsste ich auch gern. Ich bin Zauberer. Und aus Al-Anfa. Offenbar Gründe genug, mich als Spion zu brandmarken und einzukerkern. Mein Name ist Zobaran. Aus dem Hause Florios. Al-Anfanam ist nicht zu trauen. Ich sage dir, der Drache hat ihn gesandt. Al-Anfa, da kann ich auch noch mal kurz mein sehr dünnes DSA-Wissen einbringen, ist eine große Stadt im Süden Aventuriens und berüchtigt eigentlich für allerlei, ja, Dinge, die im Mittelreich, also da, wo die Helden oft spielen oder auch in anderen Teilen der Aventuriens wie dem Horasreich. Ich glaube, wir sind auch gerade im Horasreich, also im Liebchen Feld. Also Dinge, die da eher als, wie soll man sagen, zwielichtig gelten. Also es gibt viel Drogenkonsum, es gibt Sklavenhalter und ein Boron-Kult, der vom, also Boron ist der Gott des Todes, der vom Rest von Aventurien abweicht in seiner, wie soll ich sagen, so genau weiß ich es auch gar nicht, aber ist auf jeden Fall etwas düsterer dort unten. Was führt einen Al-Anfaner ins Land seiner Feinde? Das Wetter, die Landschaft, Frauen. Warum trägst du diesen hässlichen Eisenkragen? Mir gefällt er auch nicht. Ich schließe auf, wir können Hilfe gebrauchen. Wundervoll. Jetzt muss ich nur noch diese Krause loswerden. Genau, eine gute Möglichkeit, mal das Spiel zu speichern. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Spielpunkte hier. Und ich lege mal einen neuen an und nenne das jetzt mal einfach Let's Play. Man kann in Kämpfen übrigens nicht speichern. Was teilweise etwas nervig ist, jetzt nicht unbedingt, ich werde sich ständig speichern in Kämpfen, es wäre ein bisschen langweilig, aber manche Kämpfe ziehen sich echt lange hin und dann wäre so ein Speichern doch mal ganz nett. Und es gibt auch häufiger mal Situationen, dass man 3 Kämpfe oder sowas hintereinander hat. Also das war das Maximum, was ich bisher hatte, 3 Kämpfe hintereinander. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen nervig, wenn man dann speichern kann. Ich gehe erstmal in den Wärterraum. Du redest nicht viel, nicht wahr? Meine Freunde sagen, ich rede zu viel. Die Zeiten sind wohl vorbei. Lasst uns sehen, ob wir irgendwo den Schlüssel für diese modische Verfehlung finden. Halt! Stehen bleiben! Der Kronleuchter! Schlagen wir das Seil durch! Genau, interaktive Objekte sind natürlich eine schöne Sache in diesem Spiel. Und der Kronleuchter hier ist jetzt das erste Beispiel dafür. Naurim ist dran mit der höchsten Initiative offenbar. Und er kann jetzt direkt dieses Seil hier durchschlagen. Dafür muss man einfach nur draufklicken. Und wenn man das tut, dann. Ja, unser Zauberer kann immer noch nicht zaubern, weil er noch diese fiese Halskrause im Hals hat. Und eine Fernkampfwaffe hat er auch nicht oder überhaupt irgendwas, so wie ich das hier sehe. Von daher kann er eigentlich nichts anderes tun, als blöd rumstehen. Ja, aber das macht ja auch nichts, ich habe ja immerhin 2 Kämpfe hier. Genau, da muss ich jetzt nochmal das Runde beenden auf die. Auf E legen. Und jetzt warten auf Q. Und dann beende ich die Runde für ihn. Man sieht hier, hat man diese Objekte überall, die kann man zerstören, man kann sich dahinter verschanzen. Also man verschanzt sich dann automatisch, indem man dahinter steht, man kann sich dann nochmal ducken oder sowas. Hier haben wir einen Gegner mit Nahkampfwaffe, und da würde ich einfach sagen, voller Pistole. Wenn ich warte mal hier an der Stelle, jetzt wird er wahrscheinlich auf mich zukommen und hat dann keine Attacke mehr über, dann kann ich wieder mal attackieren. Also auch vor solchen Dingen muss man achten. Ich beende die Runde. Ach, der hat das dann auch nicht. Ja, wie gesagt, ich überspringe das Tutorial, zumindest soweit, wie ich gespielt hatte. Und Naurim ist dran und ich habe schon den ersten Fehler gemacht. Er kann von hier jetzt gar nicht attackieren, sehe ich gerade.
Ja, das heißt, da habe ich einen Fehler gemacht, deswegen würde ich sagen, kann er einmal hier rumlaufen zumindest und kann er die nächste Runde zumindest attackieren, aber diese Runde kann er nicht attackieren. Ich habe mich jetzt hier blöd hingestellt. Gut, der Magier macht nichts, ich attackiere. Ah, das ist nicht besonders gut, uiuiui. 95% Trefferwahrscheinlichkeit mit Wurfschlag, das ist gut, jawohl. Okay, er ist offenbar ganz gut gerüstet immerhin hier. Ja, der Magier, wie gesagt, ich glaube, der ist in diesem Kampf jetzt gerade nicht relevant. Oder der kann auch nicht zaubern, ne? Der, wegen seiner Halsbrause, ja genau, er kann nicht zaubern. Hier werden die Zauber, Schadenzauber hier. Also, dann wieder die Runde. Gut ist, ich kämpfe gerade mit zwei Leuten gegen einen, das heißt, er kann nur einmal. Hey, hey, der kommt ja ganz schön zu. Der kann nur einmal parieren. Das heißt, ein Attack, wenn sie trifft, kommt sie immer durch. Mal einfach mit Fäusten mit draufgehen hier mit dem Magier. Schadet der auch nicht, weil die anderen sind auch nicht gerüstet, von daher ist eigentlich egal. Ja, der kann auch mal. Ja, Mann, der macht seine Wildfackel natürlich auch keinen Schaden. So, jetzt haben wir die allererste Ausrüstung. Ich nehme mal alles. Schlüssel für die Tür. Und der für meinen Eisenkragen. Ausgezeichnet. Ich dachte schon, ich würde nie wieder zaubern können. Tja, das ist natürlich schön, dass du jetzt wieder zaubern kannst. Genau, jetzt gehen wir mal auf den Ausrüstungsscreen mit I. So, jetzt können wir unsere Helden zum ersten Mal ausrüsten mit dem bescheidenen Ding, die wir hier gefunden haben. Also, ja, wird das ausgesprochen? Gambeson? Ich weiß es nicht genau. Also damit auf jeden Fall. Das ist unsere allererste Rüstung. Man muss darauf achten, magisch begabte Charaktere sollten nicht mit Metallrüstung ausgerüstet werden. Das Spiel warnt aber auch, wenn man das versucht, weil sie sonst deutlich schlechter zaubern können. Aber das ist keine Metallrüstung. So, jetzt haben wir ein Lederschild. Das ist was für unseren Zwerg. Der ist nämlich auf diese Art des Kampfes spezialisiert. Das kann man hier im Charakterbogen sehen. Mit C ruft man den auf. Ja, ja, ist gut. Ich kenne das alles hier. Und zwar ist das... woran sieht man jetzt nochmal? Der hat, glaube ich, die Sonderfertigkeit. Schildkampf 1 hat er nämlich, genau. Ja, also er hat jetzt das Schild. So, dann haben wir einen Kurzbogen. Ich weiß nicht genau, wer von denen. Das ist natürlich eigentlich eine gute Waffe für den Magier, weil der ja nicht so sehr im Fernkampf, im Nahkampf unterwegs ist. Gebe ich dem erstmal. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt auch schon die ersten Abenteuerpunkte, aber das wird nicht reichen. Ich muss mal gucken, ob der überhaupt einen Fernkampfwert hat. Der Magier. Waffentalente, der hat keinen Fernkampfwert. Ich würde ihm lieber gleich eine Armbrust geben, weil die, glaube ich, ein bisschen effektiver ist als die Bögen. Deswegen verzichte ich jetzt mal darauf, obwohl so ein bisschen kann ich das ja steigern. Ich meine, die 31 AP sind jetzt eigentlich auch egal. Auf 2 zumindest. Dann kann er zumindest ein bisschen damit schießen. Ich meine, er kann es auch so. Jeder Held kann jede Waffe erstmal benutzen. Außer es gibt irgendwie, weiß nicht, ich glaube, es gibt auch Ausnahmen, aber also grundsätzlich kann jeder Held jede Waffe benutzen. Nur wie gut er sie benutzen kann, das ist eben der Unterschied. Er könnte jetzt auch so schießen, nur jetzt kann er etwas besser schießen. Ja, dann haben wir noch einen schäbigen Gürtel. Damit kann man sich so Porschen, wie heißt das, so Heiltränke und Astraltränke in den Gürtel stecken und während des Kampfes benutzen. Den schwachen Haltern kann jetzt mal der Magier hier zum Beispiel nehmen. Der Proviant ist übrigens dafür da, dass man unterwegs in der Wildnis rastet und dann mit seiner AP, mit seinen Astralpunkten und seinen Lebenspunkten wieder aufbessert. Das Kurzschwert. Ich habe jetzt selber ja das Talent Speere und das Talent Zweihänder. Ich gucke mal, ob der Naurim vielleicht mit Schwertern was anfangen kann. Oder Waffentalente. Auch nicht. Okay, der hat natürlich nur die Hiebwaffen. Oder kann man das auch mal als Hiebwaffe führen? Da muss man nochmal eben kurz auf das Schwert drauf. Das kann man nur als Schwertersäbel führen. Da hat jetzt keiner von uns das richtige Talent für. Ich gebe es einfach mal mir. Besser als eine Fackel ist es vermutlich. Lederbeinlinge haben die jetzt alle eh an. Ah ne, er hat
eine Hose. Die hält gewöhnlichen Schaden 30% ab. Und die Lederbeilinge 40%. Dann gibt es auch so ein paar Unterschiede. Aber, also die hat mehr Behinderungen, aber das ist jetzt für den Magier eigentlich auch nicht so relevant. Deswegen würde ich sagen, da kriege ich jetzt mal die Lederhose hier. Ja, Schuhe kriegen sie alle. Die bringen etwas Rüstungsschutz. Und ich glaube, dann haben wir es ja auch schon verteilt, unsere bescheidene Anfangsausrüstung. Okay. Ich speichere nochmal. Es gibt auch Schnellspeichern. Ich will aber jetzt nicht meine Original. Obwohl, das ist eigentlich egal. Ich habe das auch schon mal. Ich habe das extra gespeichert. Aber gut, ich speichere es hier nochmal auf Let's Play. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter zu den Zellen, oder? Ist das irgendwas? Ja, wir können auch direkt zum Ausgang, aber in den Zellen ist sicher noch was, was wir uns looten können oder so. Noch mehr Wachen! Das war's dann wohl! Wartet, ich weiß, wie ich sie aufhalte. Ja, jetzt zeigt... Wenigstens für eine Weile. Ist der Zubaran mal, was er kann. Hier kann man nämlich mal einen Zauber wirken, den man sonst im Spiel fast nie wirkt. Zumindest ich habe den danach nie wieder wirklich gewirkt. Und zwar ist das eine magische Wand, Arkane Wand heißt der genau. Fortifex Arkane Wand. Also man sieht, die es wissen, die Zauber haben natürlich auch den Namen, den sie im Original DSA haben. Oder? Fortifex gibt es auch zumindest. Also zumindest gibt es andere. Amatrutz kenne ich natürlich, Balsam kenne ich natürlich. Und Körper fährt zu Widerschmerz, den gibt es auch bei DSA auf jeden Fall. Und auch Regifaxius und Ignosfero gibt es alle bei DSA. Also den bei dem Arkanwand bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber wahrscheinlich auch. Okay, die Arkanwand, die kann ich jetzt mal hier wirken. Dann kommen diese. Achso, ich muss noch auswählen, wo die wirken. Genau. Dann kommen diese netten Wachen nicht mehr durch. Die Zellen! Öffnet die Zellentüren! Oder habe ich das jetzt falsch gemacht gerade? Genau, ich glaube, ja, ich habe es falsch gemacht. Das ist natürlich nicht so cool. Also ich hätte natürlich die beiden Fälle auswählen sollen. Ich öffne jetzt trotzdem mal die Zellentüren, damit die Gefangenen rauskommen und mir beim Kampf helfen. Das ist einfach immer der Linksklick auf dieses Symbol. Ja, also dieser Arkanwand bringt wirklich gar nichts natürlich. Mit V kann man nochmal sich anzeigen lassen, was alles interaktiv ist. So, der kommt diese Runde nicht an die Öffnung der Zellentür. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal ein Stück zurück bis dahin, wo ich noch eine Aktion habe und dann. Schieße ich erstmal ganz normal mit dem Bogen. Jawohl. Der hat genug Aktionsradius, um zur nächsten Zelle zur Tür zu kommen. Und da fangen die Gefangenen auch schon an, auf die Werte einzuprügeln. Hier noch eine weitere Zelle wieder öffnen von Zwergen. Beschäftigen die, glaube ich, schon ganz gut. Das ist eigentlich nicht so schlimm, dass die jetzt dadurch vorgeht. Außer für die armen Gefangenen, die jetzt wieder gemacht werden. Jetzt sieht man hier, ich habe keinen Line of Sight, also ich sehe den Wärter nicht. Also er wird verdeckt von den Gefangenen oder von einem der Gefangenen, also wahrscheinlich von ihm hier. Deswegen kann ich nicht auf ihn schießen, deswegen muss ich meine Position verändern. Ich glaube, wenn ich hier hingehe, das gilt übrigens auch für Zauber. Ja, auch da. Wird er verdeckt immer noch von dem Gefangenen, deswegen kann ich jetzt leider gar nichts tun. Ich kann jetzt weder zaubern noch Bogen schießen auf den Wärter. Deswegen beende ich einfach meine Runde mit dem Magier. Und öffne die letzte Zelltür mit meinem Hauptcharakter Jantur. Genug Chaos! Verschwenden wir! Und das war's auch schon, glaube ich, genau. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Bernsteinbrille dich gefragt hat. Die Bernsteinbrille war mein Freund Lysander. Bei den Zwergen trinken Freunde miteinander, statt sich zu foltern. Jedem das Seine. Warum hat man dich eingesperrt? Ja, warum hat man dich eingesperrt, Naurim?
Achso, nee. Das hat der mich gefragt. Zu wahr. Okay. Ja. Ich soll jemanden getötet haben. Eine Prinzessin. Und? Hast du? Ich weiß es nicht. Und was hat es nun mit diesem Namen auf sich? Ich weiß es nicht. Mir scheint, du weißt überhaupt nicht viel. Kanntest du diese Prinzessin gut? Ihr Vater, Graf Urias, hatte mich in seine Dienste genommen. Lysander kannte sie besser. Sie und ihr Bett? Sozusagen. Ja, der Zauberer Zubaran ist immer vorne mit dabei, wenn es um sexuelle Anspielungen geht. Er ist halt so ein südländisches Blut hier. Graf Urias? Nie von ihm gehört. Er war ein Held. Ein Zauberer, der sich für das Horasreich verdient gemacht hat. Die Kaiserin selbst hat ihm den Grafentitel verliehen. Aber in der Hauptsache ist er Forscher. Mit einer Vorliebe für exotische Völker. Waldmenschen, Echsenmenschen. Klingt mir mehr nach einem Bösewicht. Ja, für den Zwergen klingt alles wie ein Bösewicht, was irgendwie nicht mit Erz und Echsen zu tun hat. Nimm schon das verfluchte Holzschwert. Warum duellieren wir uns noch? Ist das denn wichtig? Ich glaube, du hast Elanor beleidigt. Das ist nicht wahr. Wir waren betrunken. Ich weiß aber, dass ich dich zum Duell gefordert habe. Oder du mich? Seid nicht albern. Lass sie doch. Ich will sie kämpfen sehen. Bis zum fünften Treffer. Diese Kämpfe aus der Vorgeschichte kommen immer wieder vor im Laufe der Story, zumindest soweit ich gespielt habe. Und das ist schon teilweise ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil man hat letztlich nichts davon. Also man kämpft diese Kämpfe nur, um in der Geschichte voranzukommen und kann keinen Loot einsammeln, hat keine Abenteuerpunkte davon oder irgendwas und ist halt immer wieder dieser kleine Schwächling vom Anfang, den man sich eben generiert hat, ohne all die Verbesserungen, ohne all die Waffen, die man sich im Laufe des Spiels dann erarbeitet hat. Das finde ich schon ein bisschen frustrierend teilweise. Und auch hier, man hat halt auch immer irgendwelche Waffen dann, mit denen man eigentlich gar nicht umgehen kann. Also ich habe ja am Anfang jetzt Speere und Zweihänder genommen und ich glaube, in den Vorschau-Szenen hat man jetzt immer verschiedene Sachen, aber ich glaube, Speere und Zweihänder waren nie dabei. Von daher kann ich mit dieser Waffe, die ich jetzt hier habe, das ist glaube ich ein Kurzschwert oder sowas, kann ich gar nicht umgehen. Und gut, in dem Fall ist es nur ein Duell, also ich kann auch verlieren, ist eigentlich egal. Ich kann auch das ganze Duell ablehnen, das geht auch, habe ich auch schon mal probiert. Aber es ist eigentlich völlig egal, was hier passiert, aber es gibt halt wirklich die Kämpfe, die man dann durchstehen muss. Und das ist dann schon ein bisschen nervig teilweise. Naja, gut, aber ich nehme das doch mal an und mal gucken, ob wir es hinkriegen, obwohl wir jetzt diese Waffe eigentlich gar nicht führen können, vernünftig. Ja, was ist ja so interaktiv, eigentlich gar nichts groß. Ich kann das alles kaputt hauen, aber es bringt mir nichts, aber ja, ich hau einfach mal auf die 2 drauf. Ja, 2 Schadenspunkte. Ja, auch 2. Bis aufs 5. Blut hieß es ja eben. Das heißt, wer zum ersten Mal 5 Schläge mit Schadenspunkten durchbekommt, der hat gewonnen. Ja, das ist schon der 2. Bei ihm nicht. Das ist gut. Das heißt, ich bin im einen voraus. So wie beim Elfmeterschießen. Jawohl, jetzt brauche ich noch einen Schlag. Da habe ich gewonnen. Ah, ich glaube, er hat es jetzt geschafft. Das ist nicht gut. Jawohl. Das trifft jetzt eigentlich. Nee, war es noch nicht. Habe ich falsch gezählt? Jetzt aber. Verflucht! Und wessen Ehre ist jetzt wiederhergestellt? Was weiß ich. Komm, Elanor, wir bereiten das Lamm vor. Naja, gut, dass ich im Spaß wieder mich foltert später. Jetzt zumindest. Ah, wie habe ich das alles hier vermisst? Du siehst heldenhaft aus. Ich bin beeindruckt. Ein Held? Das ist das Letzte, was ich sein will. Gut so. Dann lass uns etwas Böses tun. Wie früher. Der alte Eukaldiki hat keine Zähne mehr. Das müssen wir ausnutzen. Du bist wirklich unverbesserlich. Warst du schon bei Urias? Er will mit dir sprechen. Ach, der Graf kann warten. Ich bewege mich nicht in der Mittagssonne. Langsam, Aurelia? Wer ist Aurelia? Du machst mich neugierig. Nein, genug geredet. Ich gehe zurück nach Neta. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich erwarte nicht, dass ihr mich begleitet. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal die Brücke der heiligen Talionmel sehen. Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's.
Ja, auf Narneta, das ist natürlich auch eine Stadt, die es in Aventurien tatsächlich gibt. Jetzt werdet ihr gleich mal sehen, wie so Städte aussehen. Das ist, finde ich, ein bisschen enttäuschend im Vergleich zu den Kämpfen. Ja, gut, das kann ich euch auch alles so erklären. Also, das ist immer so eine Stadt. Ne? Und da kann man jetzt nicht irgendwie großartig durchgehen oder irgendwas. Man kann einfach nur auf die einzelnen Leute hier klicken, mit denen man interagieren kann. Also ein Schmied, eine Heilerin, eine Wirtin in diesem Fall und noch ein Händler. Ne, wo ist der Händler? Warum ist der Händler nicht da? Der war doch ein Händler, letztes Mal. Keine Ahnung, vielleicht kommt der noch. Naja. Auf jeden Fall ist das natürlich für Leute, die jetzt sowas gewohnt sind wie Schicksalsklinge oder die ganze Nordland-Trilogie mit Sternschweif und Schatten über Riva, etwas enttäuschend, weil da war es natürlich so, dass man eine richtig große, begehbare Welt gehabt, wo man eben wirklich in alle Gassen auch reingehen konnte und sich alles angucken konnte und Leute treffen konnte und Nebenquests finden konnte und so weiter und so fort. Und dieses ganze, dieser ganze Entdeckungsaspekt, der ist hier etwas zu kurz gekommen, oder beziehungsweise die Macher dieses Spiels wollten das wahrscheinlich einfach gar nicht, die wollten eben wirklich ein Taktik-Rollenspiel machen und die Kämpfe sind ja auch gelungen, finde ich, aber wie gesagt, das Ganze drumherum, die Atmosphäre so ein bisschen, das leidet, finde ich, darunter, dass man so ein bisschen Pappmaché-Städte hat, also wirklich nur so ja, eine Gasse so Hollywood-mäßig aufgezogen, so ein bisschen Kulisse und dann kann man ein bisschen klicken, aber nicht wirklich was entdecken oder so. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut, weil ich glaube, ich habe gar kein Zeitgefühl, aber ich glaube, ich nehme ja schon eine ganze Weile auf. Man hatte jetzt die ganze Einführung gesehen, das ist ja schon ziemlich viel Gelaber auch gewesen. Von daher würde ich sagen, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt sind wir in der ersten Stadt, wir sind Flüchtige, wir sind gesucht, die Story nimmt ein bisschen Fahrt auf. Ich speichere jetzt nochmal und beende die Aufnahme hier und ja, hoffe, euch hat es soweit gefallen. Vielleicht die meisten, die das sehen, haben wahrscheinlich das Spiel selber schon mal gespielt oder überlegen zumindest es zu spielen. Ich glaube, bis hierhin hat man schon mal einen ganz guten Eindruck gewonnen, ob man sich das Spiel kaufen möchte oder nicht. Im Mac App Store habe ich es gekauft für 40 Euro. Ich glaube, man bekommt es billiger, wenn man es über Amazon oder so bestellt oder andere Online-Shops. Das ist, glaube ich, etwas günstiger da. Ich habe es einfach direkt runtergeladen, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Und auf die 8 Euro kam es mir auch nicht an. Ja, wie gesagt, ich speichere jetzt mal. Und hoffe, dass ihr vielleicht dann auch beim nächsten Video wieder reinschaut. Und ja, bis dann.